Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich möchte mit euch heute über Cognac-Schwamm reden. Ja, ich habe wirklich für mich vor kurzem entdeckt, vielleicht es wird für euch interessant, vielleicht ihr habt das noch nie probiert. Übrigens schreibt mir bitte einen Kommentar. Ich habe wirklich für mich zwei geholt, um zu vergleichen und verstehen, ob Preis auch spielt eine große Rolle. Eine, das ist von Essence und kostet 50 Cent. Und andere von Ebelin, der ist ein bisschen teurer als 2 Euro. Die gibt es wirklich in verschiedener Farbe und mit verschiedenen Zusätzen. Ich wollte euch wirklich ein bisschen mehr über überhaupt Cognac-Schwämme erzählen. Wofür ist das gut? Ob das überhaupt gut für unsere Haut und für wem ist das gut und so weiter. Also, Cognac-Schwamm wurde vor hunderte Jahren in Asien entdeckt. Das ist eine Cognac-Pflanze. Aber dieser Schwamm wurde aus dem Wurzel von Cognac-Pflanzen gemacht. Das wurde ganz fein gemäht. Und dann aus dieser Puder mit vielen verschiedenen Schritten, also in diesem Prozess, wurde dann ein Cognac-Schwamm entstehen. Ich habe über Cognac-Schwämmen wirklich sehr lange schon gehört, aber nur in dieses Jahr habe ich entschieden, endlich zu testen. Natürlich vorher, ich habe mich ein bisschen vorbereitet, ich habe recherchiert, weil ich wollte wissen, ob das wirklich für meine empfindliche Haut mit Rosazea und Kuperose auch passt und überhaupt, wem diese Cognac-Schwämmen passen. Natürlich, diese Information habe ich auch für euch gesammelt und wollte in diesem Video mit euch mitteilen. Ich wollte auch natürlich euch zeigen, live, wie ich diese Schwärme vorbereite, weil die sind von Anfang hart, seht ihr, ja? Warum diese Schwärme für unsere Haut überhaupt so gut? Erstmal, die sind weich, sehr sanft und sie rutschen auf unsere Haut sehr leicht. Deswegen, diese Schwämme könnten verwenden auch ohne Probleme Leute mit ganz empfindlicher Haut, auch die Leute, die haben gereizte Stelle auf der Haut. Ermöglichen uns eine sanfte, pH-neutrale Reinigungs sind antibakteriell, was ist ganz wichtig für unsere Haut. Dadurch, dass sie sind so hart, ich habe mir gedacht, bestimmt sie werden nachher kratzen. Nein, sie machen wirklich eine sehr sanfte Peeling auf der Haut. Man könnte diese Schwämme auch mit Reinigungsprodukten verwenden. Das ist übrigens ganz genial, weil damit ihr braucht nicht so viel Reinigungsgel zum Beispiel oder überhaupt Reinigungsprodukt. Ihr macht Reinigungsgel zum Beispiel mehr schäumlich, also hier mein Deutsch ist zum Ende, mehr Schaum macht und ihr braucht dann nicht so viel Produkt. Die Schwämme können in viele verschiedene Farben sein und verschiedene Form. Also Form spielt überhaupt keine Rolle auf der Wirkung auf unsere Haut. Aber die Farbe spielt diese Rolle, weil diese Farbe bedeutet, welche zusätzlichen Komponenten, Inhaltsstoffen wurden beim Schwamm benutzt. Schwamm in grüner Farbe wurden passend für trockene und empfindliche Haut, durch das er enthält grüne Tee, Ode und Aloe Vera. Und durch diese porige Struktur, ihr bekommt auch eine tolle, aber leichte Massage. Und je nachdem, welche Farbe, welche zusätzliche diese Inhaltsstoffe wurde da drinnen benutzt, desto feiner oder ein bisschen intensive Massage könnte sein. Also bei meiner empfindlichen Haut mit Rosazea, Kuperose, ich versuche Massagen, solche, die sind mir, wie sagt man das, also versteht ihr? Dieses Wort habe ich nicht gelernt. Okay, versuche ich vermeiden, weil dadurch wurde Blut mehr zirkuliert und kommt zu meinem Kapillar und ist es nicht gut für meine Kapillar. Aber für die alle anderen, auch selber für empfindliche Haut, die hat keine Rosazea und Kuperose, diese Massage würden sehr gut passen. Für ölige, unreine Haut würden am besten passen in schwarze Farbe, weil da meistens sind Zusätze aus Bambus, Kohle oder schwarze Kohle oder beide zusammen. Die sind sehr gut als eine natürliche Antioxidant, antibakteriell. Und ehrlich gesagt, Oberfläche könnte ein bisschen mehr, also die sind Schwämme sind alle sehr weich, aber einige, je nachdem welche Qualität und welche Zusätze wurde da eingereicht, wurde dann Peeling mehr intensiv oder mehr sanft. Also, weil ich Rosazea und Kuperose habe, ich würde euch sagen, das ist für mich super Entdeckung. Aber ich erzähle euch ganz genau, ja, meine Meinung und alles zeige euch am Ende meines Videos. Erstmal
Information. Jetzt wir gehen zum Farbe Rosa. Meistens enthält Rosé-Tonerde. Rosé-Tonerde, das ist übrigens einzige Tonerde, die würden perfekt passen für die Leute mit Rosazea und Kuperose, weil diese Erde würde nicht austrocknen. Wurde natürlich Schwämme im Rosé-Farbe perfekt für empfindliche Haut, auch mit Rosazea und Kuperose passen. Natürlich zu dieser Gruppe empfindliche Haut auch gehören strapazierte, gestresste Haut. Durch Rosentonerde würden mehr beruhigend auf unsere Haut wirken und spenden auch sehr gut Feuchtigkeit und antibakteriell. Gelbe Schwämme wurden besonders passend für die reife Haut, enthält Kurkuma. Kurkuma ist eine starke Antioxidant, Antiseptik. Und bei reife Haut, besonders Kurkuma wirkt sehr gut, weil die durch diese Massage mit diesem Kurkuma, ja, die fordert besser unsere Haut Elastan produzieren. Und ich habe diese, ehrlich gesagt, Schwamm noch nicht gesehen. Könnte mir vorstellen, dass es sollte ein bisschen mehr intensiver wirken auf unsere Haut. Deswegen wurde für reife Haut empfohlen. Ja, ich habe euch jetzt über alle Farben erzählt, aber sehr interessant, ja? Ich habe weiße Schwämme. Vermutlich, dass alles, was ich euch erzählt habe über verschiedene Farben, das ist einfach nur Schwämme, die haben bessere Qualität. Und aus Drogerie, die sind ein bisschen mehr einfacher. Ehrlich gesagt, bei Ebelin, ich habe wirklich noch ein paar andere Farben gesehen. Rot, grün, mit Massageneffekt, mit Kollagen. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was sie meinen mit Wort Kollagen hier, welche genau Inhaltsstoff wurde da ersetzen, benutzen, weil meistens unter Wort Kollagen bedeutet andere Inhaltsstoffe. Aber okay, hier steht auch, das spendet Feuchtigkeit. Durch diese Wurzelinhalt, er hat eine Möglichkeit, Wasser zusammenbinden. Ja, Schwamm von Essence hat auch weiße Farbe. Die war alle nur in einer Farbe, wenigstens was ich gesehen habe. Und hier steht auf dem Verpackung auch keine Information über zusätzliche Inhaltsstoffe. Vermutlich, das ist der Grund, warum kostet so wenig, also 50 Cent, weil das ist nur einfach aus dem, diesem Wurzel wurde das alles gemacht. Und für mich war wirklich interessant. Gibt es wirklich da Unterschied? Aber erstmal, ich erzähle euch, wie man diese Schwämme zum Reinigung vorbereitet, wie man benutzt. Also die beiden sind wirklich jetzt trocknen. Man sieht schon Unterschied. Der Schwamm von Essence ist ein bisschen kleiner. Erster Schwamm, was ich wollte einweichen, das ist von Ebelin. Er ist noch natürlich sehr hart, ja, man hört. Man legt erstmal den Schwamm in eine warme Wasser. Für 2, 3, vielleicht 5 Minuten einweichen. Und dann wird akkurat ganz sanft ein bisschen ausdrucken. Jetzt ist Schwamm weich und man merkt, dass sehr viel Feuchtigkeit sammelt. Fühlt sich wirklich sehr weich und viel größer geworden. Beide Schwämme zusammen. Was jetzt ich halte in meiner Hand, das ist von Ebelin und mit dieser ein bisschen Beigefarbe, das ist von Essence. Schwamm von Ebelin ist ein bisschen weicher. Oberfläche ist ja weich, aber ich merke, das wird leichte Peeling machen auf dem Gesicht. Und Schwamm von Essence fühlt sich nicht so weich oder wisst ihr, hier ob mehr Volumen drin, mehr Luft und das ist ja ein bisschen dicker. Und dann könnte man Gesicht reinigen. Also das ist wirklich so ein wunderschönes Gefühl. Ich habe wirklich nicht erwartet. Besonderes hat mir gefallen von Ebelin. Von Essence ist auch toll. Aber von Essence ist irgendwie ein bisschen mehr, wisst ihr, das wie beim Beauty Blender. Gibt es einige, die sind ein bisschen zu gummig und andere sind sehr weich. Das wollte ich sagen über auch diese Schwämme. War so ein sehr interessantes Gefühl, als ich diesen Schwamm erst einmal benutzt habe. So sanft und das wirklich rutscht auf dem Haut. Das ist so was Cooles, so was Interessantes. Wirklich wurde passend für jede Hauttyp. So leicht und so gut wurde Haut gereinigt. Und wie gesagt, besonders ich empfehle Leute, die dürfen keine, zum Beispiel Lunaphoreo Reinigungs dieses Gerät benutzen. Also nehmt ihr dann Schwamm. Es ist natürlich vielleicht nicht zu vergleichen, aber trotzdem, ihr werdet wirklich begeistert. Nächster Unterschied, ich würde versuchen, euch zeigen, ein bisschen näher.
Struktur von beiden Schwämmen sind ein bisschen anderes. Dieser Schwamm von Ebelin war wirklich viel weicher von Essence. Man merkt ein bisschen mehr Peeling als von Ebelin. Dieser Schwamm ist mehr poriges. Das wurde wie nachgefüllt, ja? Vermutlich, das ist der Grund, warum die sind so unterschiedlich, dass dieser Schwamm von Ebelin doch enthält zusätzliche Inhaltsstoffe und dieser Schwamm hat keine. Und deswegen sieht es so porig aus. Nach der Verwendung, ihr werdet das abspülen. Ich habe das einmal auch mit Seife gewaschen, weil ich habe das auch beim Make-up entfernen benutzt und hat super funktioniert. Nachher, ich habe das abgewaschen und leicht, also akkurat sanft ausgedruckt, also damit man nicht ja, das kaputt etwas macht, besonders wenn man Nägel, lange Nägel hat. Und dann habe ich noch extra in einem Tuch noch ein bisschen ausgedruckt und im Raum, wo nicht im Badezimmer, wo wirklich Luft mehr zirkuliert, aufgehängt. Das hat einen Tag und eine Nacht gedauert, bis dieser Schwamm wird wirklich wieder absolut trocknen. Um diese Schwämme desinfizieren, man muss ab und zu sie für 5 Minuten auskochen. Nach 2-3 Monaten, man sollte die wechseln, nicht weiter benutzen. Das ist absolut Naturprodukt. Selber dieses Schnurrband ist Naturprodukt. Ihr könnt ihn ohne Probleme in Biomüll wegschmeißen. Wenn ihr wolltet zum Beispiel für eure Pflanzen was Gutes tun, ihr könnt das auch beim Pflanzen in Erde das eingraben und das wird ein tolles Nährungsprodukt für die Pflanzen. Nur muss man nicht vergessen, Pflanzen rechtzeitig gießen. Selber dieser Schnurrband wird auch abgebaut. Das wirklich finde ich genial einfach. Die Schwämme sind wirklich biologisch abgebaut. Ich bin absolut begeistert von dieser Schwämme. Es ist wirklich meine neue Favorit. Wenn ihr fragt mich, soll man wirklich 2 Euro etwas für Ebelin investieren oder es reicht für 50 Cent? Mir persönlich hat doch von Ebelin gefallen. Also Unterschied man merkt. Und zwar hier gibt es doch Zusätze, hier gibt es nichts drin. Es ist einfach nur Schwamm. Aber guter Schwamm. Es ist für euch entscheiden. Für mich wurde sehr interessant, ob ihr habt schon Cognac-Schwamm probiert, welche Farbe ihr habt. Und wenn ihr Frage habt, natürlich ganz gerne unter meinem Video in den Kommentar. So sieht mein Gesicht nach dem Reinigung. Also ja, rot, aber nicht extrem rot. Also wie normal, wie immer bei mir. Das einzige, ja, Gesicht ist glatt, aber ich würde nicht sagen, dass mein Gesicht fühlt sich, ja, ob mit Feuchtigkeit wurde versorgt, nein. Also jetzt, ich merke das Spannung auf meiner Haut und ich muss sofort jetzt Tonikum auftragen und also meine Pflegeprodukte. Ich bin begeistert, ich könnte euch nur empfehlen, probiert ihr. Wenigstens einmal, wenn ihr noch das nicht gehabt habt. Wenn mein Video hat euch gefallen, dann freue ich mich auf eure Daumen nach oben. Ihr könnt ganz gerne meinen Kanal abonnieren. Es ist absolut kostenlos, für mich aber viel Freude. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns ganz bald. Eure Nathalie.